Ein freundliches Guten Tag, hallo. Ich grüße dich alle herzlich zu Banished, zur ersten Folge. Das ist von Shinen Rockwool Software LLT oder LLD oder irgendwie sowas. Im Prinzip hat das nur ein Einzelner entwickelt. Das gesamte Spiel, dafür hatte glaube ich 3-4 Jahre gebraucht. Und ich habe bisher, ihr seht mir halt die alte Stadt von mir, die habe ich bisher schon gebaut gehabt. Hab da leider nachher verkackt. Das war erstmal, um das anzugucken, um das zu lernen. Ich hoffe, die Musik passt auch. Und ich will mit euch hier sozusagen eine kleine Mittelalterburg aufbauen. Ihr könnt das ungefähr euch so vorstellen. Das Spiel ist wie SimCity mit einer Mischung... mit einer Mischung... Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wie heißt denn das Spiel? Moment... Black and White, genau. Wo ihr sozusagen Gott spielt. Ihr spielt ja halt kein Gott, sondern nur Mittelalter. Ihr plant die Stadt und so weiter und baut die mit auf. Da haben wir schon gleich den Namen Foray. So nennen wir unsere Stadt. Wenn ihr dieselbe Map spielen wollt wie ich, ich drücke mich jetzt einfach hier ein bisschen rum. Der wählt jetzt automatisch eine aus. So, nehmen wir mal die. Die. Ihr müsst einfach nur dieselbe Zahl hier eingeben, dann habt ihr dieselbe Map wie ich und könnt sozusagen meine Mission selber nachspielen. Mit dem Relays, Medium Fair, hier. Einfach alles Standard. Das passt schon. Da gibt es keinen Krieg oder sowas, also keine Kampfszenen. Für die Leute, die lieber was mehr Kämpferisches wollen, ist das leider nichts, aber die Stadt... Das ist halt ein Aufbau. Ihr baut ein eigenes Dorf auf im Mittelalter. Mehr ist es eigentlich nicht. Und das reicht ja auch schon für das Spiel an sich. Es ist halt sehr entspannend und so weiter. Es ist halt nicht zum Hetzen. So. Das erste Mal laden, das ist normal, dass das was länger dauert. Jedenfalls bei mir. Ich mache jetzt schon mal 30 Minuten für die erste Folge. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Das hier ist jedenfalls die Karte. Also riesig. Oh, ein riesiger Fluss. Auch nett gemacht. Es gibt ja auch verschiedene Jahreszeiten. Ich mache jetzt mal ganz kurz Pause. Denn das sind unsere Dorfbewohner. Ich mache jetzt mal so ein paar Dinger, die ich sinnvoll erachte, die wir brauchen. Hier ist einmal sozusagen das Dorf selber. Ich habe 20 Leute insgesamt. Hier 10 Kinder, 10 Erwachsene. 20 insgesamt, die hier halt rumflitzen. Die halt auch ein Zuhause brauchen, also die haben keinen Obdachlos, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier sozusagen, wie gesagt, einen kleinen Überblick vom Allgemeinen vom Dorf. Wir sind im frühen Frühling, 21 nicht Grad, ich vermute mal Fahrenheit, 31, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Das werdet ihr wahrscheinlich besser jetzt gerade wissen. Ich arbeite nicht so sehr mit Fahrenheit. Naja, jedenfalls das. Und das finde ich sinnvoll. Den Rest, den brauche ich nicht. Da hat man hier noch eine Minikarte. Da könnte man ja eigentlich mal kurz gucken. Da seht ihr unsere ganze Map, die wir hier gerade haben. Schönen Fluss. Sitzt von Anfang an hier neben dem See, was nicht verkehrt ist. Boah. Aber sonst haben wir hier sehr viel Fläche zum Bauen. Einige Gebirge haben wir hier auch, oder Hügel, wie man noch mal es nennen will. So, das hier ist jedenfalls ein Bildschirm für Berufe. Wir müssen nämlich die Leute nachher einzeln den Berufen zuteilen. Und was auch noch wichtig ist, hier arbeiten ausschließlich die Erwachsenen. Nicht die Studenten, also Schüler oder wie man das auch immer nennen will. Naja. Gut, dann fangen wir mal an und setzen hier ein paar Holzhäuser hin. Bin gerade am Überlegen. Das so rund... Ja, mache ich so. 2, 3. Machen wir direkt hier so 6 Häuser gegenüber voneinander. Denn ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr wollt, dass eure Bevölkerung schnell wächst, braucht ihr für je 2 Erwachsene ein Haus. Dann gründen die schneller Familien. Also das ist bisher meine Erfahrung in dem anderen Spiel gewesen. Denn ich habe da echt Scheiße gebaut. Meine Bevölkerung ist zu alt geworden. So. Jetzt haben wir hier erstmal Häuserbefehle gegeben. Ich habe Straßen gezogen, was jetzt auch nicht so besonders ist. Jetzt kommt der wichtigere Teil. Wo wollen wir hin expandieren? Jetzt will ich jetzt nämlich ganz kurz abklären. Ich vermute ja mal, wir wollen uns erstmal hier sozusagen ansiedeln, ne?
Dann gehen wir nach unten. Oder nach oben. Dann könnten wir hier uns so ansiedeln. Dann können wir nachher hier eine Mine reinsetzen und den Teil unberührt lassen. Denn das ist für den Anfang in dem Sinne wichtig, denn hier sind ein Jäger. Dann würde ich jetzt hier einen Jäger platzieren. Ich könnte ihn auch so positionieren. Dann grast er das hier unten, also jagt hier unten. Kann aber, wenn ich nachher... Ja, mache ich so. Genau. Wenn ich nämlich nachher hier noch eine Brücke rübersetze, dann ist das dafür auch gar nicht mal so schlecht. Machen wir so. Bauen wir den Jäger. Ziehen dann derzeit hier nochmal schnell die Straße runter. So, dann können wir es schon mal langsam laufen lassen. Auf 2. Ich laufe jetzt hier gleich durch die Gegend und können mal hier das ganze Feld roden. Was ich hier gerade mache, ist sozusagen sagen, was die wegholzen können und was die lassen sollen oder wie auch immer. Jedenfalls, alles können sich hier entfernen. Damit wir dann nachher hier so schön expandieren können. Dafür habe ich zwar die Häuser gerade unvorteilhaft gesetzt, denn hätte ich eher nach unten expandieren sollen. Ist aber nicht schlimm. So. Ein Fischer. Ja. Den Fischer setzen wir hier an den Fluss. Oder nach da oben. Oh, wir wollen ja nach oben expandieren, also macht das nach oben Sinn. So. Warum kann ich denn hier nicht so eine Straße lang ziehen? Achso, wahrscheinlich müssen erst diese ganze Scheiße hier weg, ne? Na, natürlich Mist. Mach das erstmal. Die Straßen sind auch noch nicht fertig, nur als Information. Die werden später auch noch gebaut. So. Jedenfalls, die ziehen jetzt hier unsere Siedlung schön hoch. Ich werde jetzt auch mal 2 Leute zum Bauen abkommandieren. Dann setzen die, also die ziehen dann die Gebäude hoch. Die sind ja hier schon mit Rohstoffen versorgt. Dann passt das ja auch mal. Was halt nur wichtig ist, dass wir demnächst hier den Fischer eigentlich bekommen, die Häuser hochziehen. Und den, ja, hier den Jäger, den Fischer, genau. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Grafisch ist das ganz in Ordnung. Hier seht ihr gerade, wie das hier am Bauen ist. Gut, eine Person baut jetzt hier auch wieder ein Haus hoch. Ist jetzt wieder so realistisch, technisch, fragwürdig, aber ich finde es absolut nicht schlimm. Die Steine und was weiß ich, die gerade alles zusammengesammelt haben, werden jetzt hier einzeln hintransportiert. Einmal hier in den Stockpil oder hier rein, je nachdem. Vor dem Winter müssen wir auf jeden Fall dran denken, dass wir noch ein Feuer, also so einen Woodcutter bauen. Das ist... Moment. Genau. Ist aber prinzipiell eigentlich gar nicht mal so wichtig. Könnte ich aber schon mal hochziehen. Oder hier gegenüber. Komm, bauen wir gegenüber. Wir brauchen ein paar mehr Bauer.
Abreißen tun die schon genug. Viel Zeug haben wir ja auch schon. Gut. Das hier muss auch noch hochgezogen werden. Da muss noch Zeug hin. Ja, das Food low ist, ist mir klar. Nur was soll ich dran ändern? Dann könnten wir eigentlich auch noch so einen Wurzelsammler holen. Fällt mir gerade so ein. Ja. Komm, auf geht's. Baut das fertig, wir brauchen Futter. Ab drei Jäger erstmal da rein, die für uns Futter sammeln sollen, weil sonst verhungert unsere Gesellschaft, sagen wir es mal hier so. Komm, erhöhen wir mal die Priorität. Sollen die machen? Ja, die ziehen gerade hier die Straße. Die Straßen sind halt in dem Sinne wichtig, dass die halt dann schneller schneller sich da bewegen können. Sinnvoll am Anfang schon, ne? Nur halt, gerade Futter sollte eigentlich höhere Priorität haben. Futter und kalt. Es ist doch hier anscheinend warm, oder nicht? Naja. Die sollen eigentlich nicht so viel... Wie wäre es lieber, wenn die hier den Fischer zu Ende bauen würden? Ja, du kriegst was zu futtern, wenn du hier Steine heranbringst, ne? Stell's doch nicht daneben, stell's direkt da rein. Moment. Bessia is working. Egal. Endlich hat die Steine mal da reingetan. Wieso liegt die da wieder neben? Was macht denn das für einen Sinn? Naja. Erster Dorfbewohner ist gestorben. Schlecht. Der ist verhungert. Ja, das Futter ist halt was knapp gerade. Aber ohne die Gebäude hier kann ich kein weiteres Futter sammeln. Da geht doch. Tun wir mal ein Bilder raus, dafür noch ein Fischer. So, jetzt sollte es mal langsam funktionieren. Food haben wir ja gerade drin. Es ist halt nur ärgerlich, dass jetzt gerade die eine Person da gestorben ist. Das hätte nicht sein gemusst. Naja. Können wir aber jetzt nichts mehr dran ändern. Arbeitskraft ist hier in diesem Spiel nämlich eigentlich ziemlich rar und darum sowas ist das immer sehr problematisch. Naja. Dann baut doch das. Und warum futterst du nichts? Jetzt habe ich wieder Angst, dass der nächste mir stirbt. Oh, ist kein Futter mehr da. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall 4 Fische einstellen.
Also ist jetzt doch gerade Fisch reingekommen, oder nicht? Warum läuft ihr jetzt mit dem Fisch nach da hinten? Um noch mehr Fisch einzusammeln. Ah, da kommt die erste Nachricht. Leider sieht man ja auch hier, die klauen sich alles ein bisschen gegenseitig. Das ist ein bisschen mies. Weil eigentlich, hier haben sie Futter und verhungern da, ne? Also, Nächstenliebe nennt man sowas nicht unbedingt. Feuerholz, gucken wir mal rein, haben wir auch fast nichts mehr. Oder haben null. Die einzelnen Häuser werden das haben. Aber, naja. Oh, ein Kind ist wiedergeboren worden, also, beziehungsweise zwei. Also wurde der eine sozusagen, der eben verreckt ist, ersetzt. Wenn ich mal so ausdrücken darf. Sekunde, Leute, ich muss mal kurz was ein bisschen aus den Taschen räumen. Vielleicht hört man das Klimpern auch. Naja, so. Das eine böse Haus. Also, Futter ist jetzt da, hat er jetzt anscheinend auch genossen, das Essen. Und, ja. So. Hier ist noch nicht abgeholzt. Dann sollen die das mal machen. Obwohl, einen Bilder können wir immer drin lassen. Der ist ja jetzt schon durchgehend da dran. Das ist sehr schlecht, dass wir keine Vorräte haben für den Winter. Gut, jeder hat sich jetzt hier schon was gekrallt anscheinend. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Na, hoffentlich kommen wir über den ersten Winter so reibungslos. Das müsste auch mal langsam fertig gebaut werden. Nur die meisten sind jetzt halt in der Nahrungsproduktion. Ja, Futter läuft jetzt. Haben gut Jäger, also Fleisch und Fisch. Ja. Was bist du denn? Job Laborer? Achso. Drecksarbeiter. Also, der die Anführungszeichen schmutzigen Jobs macht. Nehmen wir mal zwei Hunter, weil die machen nicht so viel nicht so viel Nahrung. Was haltet ihr denn eigentlich hiervon mal? Das zu bewerkstelligen. Ich würde das gerne mal die Wurzeln haben. Ich bin jetzt auch gerade im Überlegen. Schon ein Feld anzurichten. Achso, das ist das größte Feld, wie man machen kann. 15x15, okay. Mhm. Hier wäre ja auch nicht schlecht. Weil abreißen kann man das immer noch. Und dann haben wir das in der Nähe vom Lagerhaus. Machen wir auch. Brauchen wir noch nicht. Hier neben dem Lagerhaus mache ich noch so ein zweites Stockpile. Das mache ich eigentlich. Mein Gott. Gerade klebt es, juckt es im Hals. Beziehungsweise kratzt. Jetzt habe ich das richtige Wort. So. Besser. Feuerholz haben wir genug. Scheint so. 200 reicht für einen Anfang auf jeden Fall. Die haben es ja wahrscheinlich auch alles wieder rausgekrallt, also passt das.
Nur die Häuser müssten mal, beziehungsweise die Gebäude müssten mal errichtet werden, die ich beauftragt habe. Stockpile können wir mal noch eins hochziehen, genau. Das ist eigentlich von der Idee her, wie das da war, gar nicht mal so verkehrt. Nur ich mache hier noch einen Durchgang, dass wir da nachher noch was nebensetzen können. Genau so. So, genau. Haben wir einen riesigen Lagerplatz, aber trotzdem mehr als hier. Gut. Alles gut. Wir sind noch fleißig am Abholzen. Dann kriegen wir Holz auch massig. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wir könnten nachher so einen Förster bauen, wo wir den hinsetzen. Wir können den natürlich mit hier beisetzen oder auch sein lassen. Oder wir setzen den hier unten hin. Ich glaube, ich setze ihn fast hier mit bei. Dann kann er hier immer neu pflanzen und die alten Bäume abschneiden. Ja, mach ich nachher. Aber erstmal den ganzen Scheiß hier fertig kriegen. Oh. Wurzelsammler haben wir. Perfekt. Dann können wir einen Fischer rausnehmen. Und wir sollen das Feld endlich mal fertigstellen. Das ist ja einfach nur diese Pflanzen abreißen. Das kann doch nicht so schwer sein. Fishman. Was bist du? So ein Laborer. Du bist auch ein Fishman. Wo sind denn die Bilder? Wieso gehst du nicht dahin? Das musst du mir mal erklären. Die gehen da permanent durch, anstatt die Scheiße hier abzureißen. Denn jetzt haben wir Early Spring, jetzt könnten wir anpflanzen. Naja. Egal. Dann müssen wir halt ein Jahr noch warten. Klamotten werden langsam rar. Unsere Leute wollen was zum Anziehen haben. Und Taylor ist dafür nicht schlecht. Den platziere ich aber dafür hier. So, jetzt noch eine Straße ziehen. Genau so. Und den muss ein bisschen so auch noch nach da gleich aus. Dann passt das da auch. Genau, da noch eine Straße. Eine Schule. Schule ist sehr sinnvoll im Allgemeinen. Denn da kann man sozusagen die Students, die ich ja hier habe, die Null, die lernen dann sozusagen ihre Berufe besser und arbeiten dann nachher effektiver. Beziehungsweise lernen nicht ihre Berufe, sondern lernen allgemein und arbeiten dann effektiver. Wow, zwei Bäume sind abgerissen. Ich habe das Gefühl, dass da immer mehr drauf wächst. Die Futterreserven sind wenig. Ja, das ist halt hier. Das Feld hätte uns jetzt gleich einen riesigen Futterberg beschert. Und Klamotten haben wir auch fast keine mehr. Ah. So, der ist ja da. Holz sollten wir doch mehr als genug haben.
Aber auch kein Feuerholz mehr. Ich habe da fast nur Nahrungsmittelbeschaffer. Das kann doch nicht sein, dass die sich hier nicht selber nähren können. Aber ihr seht hier schon, wir haben 6 Häuser. Die Vermehrung funktioniert allgemein sehr gut gerade, aber wir müssen bald wieder neue Häuser bauen. Damit halt dieses konstante Weiterentwickeln noch bleibt. Hab ich halt bei meinem letzten Spiel nicht getan. Und das ging nicht gut aus. Ich habe halt nachher, weil ich gedacht habe, ah, baust du später Häuser, habe ich eine Bevölkerung geschaffen, die keine Kinder mehr bekommen konnte. Bedeutet, meine Bevölkerung ist ausgestorben. Beziehungsweise ist noch nicht ausgestorben, aber die würde aussterben, weil sie halt keine Kinder mehr zeugen kann. Endlich, jetzt sind sie hier mal am Fällen. Oder auch nicht. Ja, Food ist low. Was soll ich dran ändern? Nur ich kann ja nicht noch mehr dafür einteilen. Holst du noch einen Jäger? Ich würde ja gerne einen Bauern haben. Jetzt ist schon der nächste Sommer dran. Das gibt's doch gar nicht. Priorität hochsetzen. Macht lieber mal die Häuser hier fertig. Bevor ihr was anderes macht. Nein! Die haben es mittlerweile geschafft, 4 Bäume von 25 hier zu entfernen. Das kleine Kind guckt diese Kackblume an. Endlich, langsam funktioniert es hier mal. Futter kommt jetzt auch langsam ran. So. Feuerholz haben wir auch genug. Und das Ding wird jetzt hier endlich mal gerodet. Mein lieber Mann. Endlich. Ja, jetzt brauche ich auch nichts mehr anfangen. Das kann ich jetzt erst im Frühling. Weizen. Ist extrem effektiv. Werden aber wahrscheinlich hier mindestens so 3 Siedler, jeweils 3 bis 4 oder die hier stehen, wirklich auch brauchen, um dieses Feld, weil es relativ groß ist, effektiv zu bearbeiten. Pumpkin. Ist eigentlich auch eine Überlegung, da was zu machen. Oder ich bin noch überlegen, weil diese Felder, die bringen natürlich enorm viel Nahrung. Genauso wie die Apfelbäume. Könnten wir eigentlich auch welche bauen. Oder allgemein Bäume. Ja, machen wir auch. Dann machen wir jetzt hier ein 2 Felder Wirtschaft, beziehungsweise, ja, was heißt 2 Felder Wirtschaft, aber 2 Felder, die wir bewirtschaften. Und das sollte auf jeden Fall uns weiterbringen. So. Kinder sind auch noch immer schön dabei. Ich bin jetzt auch... Achso, Schoolhouse ist schon. Na dann. Brauchen wir nur noch ein paar Baumeister, ne? Dann zieht das mal hoch, dann kann ich nämlich meine Kinder ausbilden. Ist auf jeden Fall effektiver. So. Feuerholz wird auch noch schön vom Winter vorgehackt. Ich erhöhe auch mal das Limit kurz vorher. Weil dann können wir nachher sagen, jetzt ist Piano. Muss jetzt nicht mehr.
So. Schule ist gleich auch fertig, dann können wir einen Lehrer einstellen. Zack. Einer, der die Schüler ausbildet, die Studenten. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wann die Studenten studentenfähig sind, sagen wir es mal so. Das 1, 11, ja, der könnte bald kommen. 13. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das nicht schon als erwachsen gilt. Ja. So, könnte ja 12 Student sein. Ich weiß es halt nicht. Aber ich bin gerade begeistert von der Bevölkerungszunahme. Was natürlich später uns jetzt hier mit Nahrungsproblemen wieder konfrontieren wird. Nee. Das ist wichtig und das ist wichtig. Ich glaube, diese Sammler, die erfüllen ihren Zweck eigentlich weniger im Winter. Ich habe es aber halt immer vergessen umzustellen. Ja. Die können halt nicht im Winter sammeln. Was ja auch eigentlich klar ist. So. Jetzt könnte ich auch so einen Forster gebrauchen. Genau, den setzen wir da unten hin. Der wird dann immer gucken, dass hier genügend Holz ist. Und was ich auch noch machen kann, ist hier die Stones zu collecten unten. Alle Steine collecten und alles Eisen. Denn, boah, das ist sehr viel Eisen bei. Die nehmen ja den Bäumen ein bisschen Platz zum Leben weg. Und wir wollen ja, dass unsere Bevölkerung wächst. Und ich habe gerade gesehen, die Zeit ist schon fast rum. Die Zeit ist eigentlich gerade rum. Ich mache jetzt auch gleich Pause. Oh, keine Klamotten mehr. Schlecht. Ab rein da. Mach Klamotten. Futter geht uns langsam auch aus. Haben wieder Nahrungsprobleme. Wir haben halt eine extrem schnell steigende Bevölkerung. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht setze ich hier doch nochmal einen ein. Vielleicht bringt es ja was. Ich glaube eigentlich weniger. Hier reicht auch einer erstmal. Dann brauchen wir insgesamt 5 Bauern gleich. Hoffentlich kommen wir durch den Winter. Der macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen gerade. Gut, wenn wir die ersten Felder hier bewirtschaften, dann hat sich das erledigt, aber das müssen wir erstmal schaffen. Herbalist. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Können wir eigentlich auch mal hochziehen. Ja, hier sorgen gerade 1, 2, eigentlich 4, 8 Menschen für. Ach, für 29, könnte fast wenig sein. Stimmt, Plum. Zum Thema, welche Früchte brauche ich an? Plum, Äpfel, vermute ich gerade mal. So. Die nächsten Bäume wachsen hier nach. Das ist außerdem auch noch, was hier wichtig ist. Hier wachsen die Bäume auch eigentlich nach. Relativ schnell, oder was ist relativ schnell, mit einer gewissen Zeit. So. Jetzt ist ja halt die Frage. Einer da. Ob man den hier permanent braucht. So. Inwiefern, wie, wann wollen die das? Okay, jetzt fangen sie an. Early Spring. Und dann würde ich gerne wissen, wann die das. Eigentlich müsste das ja im Sommer sein, das Abarbeiten. Weil dann kann man mit manchen Tricks auch. Oh, ich glaube, ich habe einen Splitter. Lol. Ich hatte einen Splitter in der Hand. Wie habe ich denn das gemacht während der Aufnahme? Nice.
Es gibt nämlich auch Früchte, die Pflanzen, die erst später an, im späten Frühling, ernten die im Herbst. Wenn ich jetzt aber gerade hier sehe, der Weizen wird früh angepflanzt, dann kann man halt mal gucken, dass sie halt permanent beschäftigt sind. Mich stört jetzt dieser scheiß Splitter. Da gucke ich gleich nach. Ja. Wo war ich denn gerade dran? Genau, dass sie halt sozusagen permanent immer diese Farmer ausgenutzt sind, außer im Winter. Da kann man die halt etwas anderes machen lassen. Ja, komm. Um direkt volle Farmer. Die sollen vollen ran. Ich will auf jeden Fall eine gute Ernte haben. Ja, ich sehe gerade hier so ein, zwei kleine Stellen zwischen. Ah, nee. Haben sich jetzt ausgeglichen. Spring haben wir. Der wächst jetzt sehr schnell. Temperaturen steigen auch. Und bisschen Regen, die Äpfel wachsen weiter. Das dauert halt ein paar Jahre. Das wird nicht so schnell passieren. Klamotten haben wir genug. Eigentlich, aber ich glaube, wir haben auch kein Leder mehr. Nee. Bedeutet, wir haben eine Scheißposition für unseren Jäger. Naja. Sollte man eventuell bei Bedarf hier eine Brücke rübersetzen, dann kann der nämlich hier drüben auch jagen. Was wollte ich denn jetzt noch bauen? Ach, ein Schmied! Noch ein Schmied, ein Schmied, ein Schmied, ein Schmied. Ich hoffe, ihr kommt eigentlich mit dem Zocken. Denn ich mache ja auch einige Sachen jetzt schon intuitiv, die ich schon beim letzten Spiel mal gesehen habe, beziehungsweise rausgefunden habe, wie es geht. Ich bin echt erstaunt, dass wir wieder so wenig Futter haben. Wir brauchen mehr Futter. Naja, auf jeden Fall, wenn wir gleich die Getreideernte bekommen, dann haben wir auf jeden Fall unser Nahrungsproblem erstmal erledigt. Denn das gibt ordentlich Nahrung. Ja, komm, ich warte noch ab, obwohl die Zeit schon lange rum ist, mit halben Stunde. Dann warte ich noch kurz ab, bis das Feld fertig ist oder bereit ist. Early Summer. Ah, der Weizen wächst sehr schön. Ja, auf jeden Fall. So. Feuerholz brauchen wir nicht. Medizin wäre allgemein nicht schlecht, aber da können wir halt nichts gerade dran tun. Wir brauchen halt alles, um Futter zu bekommen. Weil sonst hungert uns unsere Bevölkerung leider weg. Ja, schreibt mich der Erste auch wieder an. Und ich muss hoffen, dass wir die Ernte auch schnell genug einfahren, denn ihr könnt nicht... Oder ihr glaubt nicht, wie schnell das Zeug wieder verdorrt, wenn ihr zu spät seid. Oder beziehungsweise jetzt glaubt das schon, aber... Ne? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja, ist gut, wer auch mich immer anschreibt. Ich werde ihm gleich antworten. Ja. 83%, Summer. Das wird verdammt knapp. Ich weiß auch nicht, was man da permanent machen muss. Eigentlich wächst er jetzt von sich selbst. Naja. Ah, die Nahrung. Naja. Wir haben, also brauchen wir 9 Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scheiße. 9 Häuser brauchen wir, aber wenn die gleich nachher erwachsen sind, wollen die ja direkt sozusagen in ein eigenes Haus ziehen. Bedeutet, mehr Häuser bauen. Aber wir wollen mal hier die Priorität mal langsam wieder erhöhen. Tool ist low. Ja, ich weiß.
Darum habe ich ja hier das gerade auch schon hochgesetzt. Die Ernte ist gleich da, die Ernte ist gleich da. Wir haben Last Summer. Also wir brauchen auf jeden Fall diese 4 Leute hier. Ja. Die fangen jetzt an abzuernten. Ich bin auch gerade dazu geneigt. Obwohl wir haben Last Summer. Also später Sommer. Zu sagen, machen wir mehr. Komm, machen wir auch. Die erhöhen wir. Die Leute, die das abernten. Damit kann man halt, wie viel Leute hier pro diesem Feld arbeiten, sagen. Futterreserven sind niedrig. Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Wir haben noch gerade so viel Futter hier. Achso, die hat kein Werkzeug wahrscheinlich. Komm, arbeitet das ab. Wir haben gerade so ein riesen Feld abgeerntet. Das ist eigentlich gar nicht schlimm. Hier in dem Sommer, in dem Zeit, wo wir Feldarbeit machen können, lassen wir halt viele Feldarbeiter arbeiten. Ach komm. Das kriegen wir hin. Ja. Die letzten sollten das ja auch noch hinkriegen. So, zack. Tu mal wieder einen Fishman rein. Futter haben wir jetzt auf jeden Fall en masse. Jetzt sollten wir wieder bauen können. Zieh das Teil hoch. Naja. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr freut euch aufs nächste Mal, wenn ich hier mit Banished weitermache und endlich mal das Werkzeugproblem löse. Nach dem Werkzeugproblem müssen wir mal gucken, wie es mit den Steinen, Eisen etc. aussieht. Hier mit dem Holzproblem befassen wir uns ja schon mal. Das ist das Gebäude, wenn wir das hochgezogen haben, ist halt ein Förster. Dann sollten wir damit kein Problem haben. Ja. Also mein Fazit bisher zu dem Spiel, ich habe ja vorher auch schon ein paar Stunden gespielt. Ich find's klasse, eine echte Abwechslung gegenüber von SimCity etc. pp. Und ist besonders, es funktioniert. Es war ein Entwickler und dieses Spiel funktioniert. Sollten eventuell ein paar Leute drüber nachdenken, beziehungsweise ein paar Entwickler. Aber mir macht Spaß und ich hoffe, ihr macht das noch länger Spaß und ihr guckt mir noch weiter zu, beziehungsweise schreibt in die Kommentare, ob ihr es überhaupt weiter sehen wollt, weil zur Not spiele ich das einfach für mich alleine. Das ist auch kein Problem. Ich muss ja nicht permanent dabei labern, wenn ihr es nicht wollt. Gut dann, Leute. Ciao.